So, und damit herzlich willkommen hier bei F1 2013 und zwar zum Rennen von Australien. Entschuldigung, Australien. Wir starten von Position 3 aus ins Rennen, müssen aber wahrscheinlich einen Boxenstopp mehr machen, da unsere Reifen so im Arsch sind. Das war hier der große Fehler im Qualifying, deswegen müssen wir mal gucken, was hier noch so gehen wird. Ich hoffe mal, wir können uns in die Top 10 retten. Und ich bin gespannt, wie ich hier so in den Rennmodus reinkomme und welche Zeiten wir so fahren können. Und was die KI vor allem fährt. Und hier Albert Park. Stecken wir ein Scooter-Auto ein. So. Wir wollen zuerst nochmal am Setup bisschen den Frontflügel hochstellen. So, genau. Damit wir ein bisschen mehr hier... bisschen mehr Abtrieb auf der Vorderachse haben. Dann wollen wir noch einen Boxenstopp hinzufügen und zwar in Runde 10. Da wollen wir auf die weichere Mischung nochmal setzen und zur Startaufstellung. Von der Pole Position geht aus ins Rennen Sebastian Vettel vor Fernando Alonso. Wir auf der 3 neben Mark Webber. Also eine hier reine Red Bull Reihe. Also wir sind ja nur im Junior Team Toro Rosso, aber kann man ja schon was zu sagen. Philippe Massa von der 5, Jenson Button von der 6, Nico Hülkenberg von der 7, Kimi Räikkönen, Nico Rosberg und der Teamkollege Lewis Hamilton von der 8, 9 und 10. Alle drei sind im Q3 keine einzige gezeitete Runde gefahren. Und ja, deswegen stehen die so in der Reihenfolge. Und gegen die werden wir wahrscheinlich mit dem zusätzlichen Stopp kämpfen. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange rum. Benzinstrategie ist vorsichtig, unser Team ist Platz 2 und es geht hier zum Rennen. Ich bin gespannt, wie ich hier so in den Rhythmus reinkomme. Bin ewig nicht mehr gefahren in Australien, deswegen wird es schon ein harter Brocken jetzt. Und es geht zur Startausstellung. Sebastian Vettel von der Pole Position, das sind wir auf Platz 3 und unser Teamkollege ist 16. Das Minimalziel ist natürlich vor dem zu bleiben. So, Benzin wird schon mal hochgestellt, damit wir hier so halbwegs einen guten Start erwischen. Ihr seht schon die Reifen sehr, sehr im Arsch. Und ein recht vernünftiger Stopp, aber jetzt drehen sie hier ganz schön durch. Und der Ferrari hier sitzt uns im Nacken. Können wir außenrum ein bisschen Plätze gut machen? Jawohl. Position 2 vorgefahren. So, und jetzt hier Sebastian Vettel vor uns. Leichter Verbremser, Auto steht quer und Sebastian Vettel angeschoben. Der ist jetzt neben uns und gibt nach und damit sind wir mal Erster. Fernando Alonso hat sich auch noch vorbeigeschoben. Wir müssen zwar jetzt hier in die Box, aber schon mal wahnsinnig gute Anfangsphase von uns hier. Wir müssen versuchen, die ein bisschen hinter uns zu halten noch. Denn wir wollen ja möglichst viele Positionen dann beim Stopp noch gewinnen. Mit den frischeren Reifen. Ich warte noch eine Runde. Genau, ich fahre zwei Runden. Dann kann ich ihn noch ein bisschen aufhalten. Und habe noch ein bisschen mehr Zeit zum Pushen. Eine Runde schaffen wir mit den Reifen noch. Denke ich mal, das ist die ideale Strategie in dieser Phase des Rennens für uns. Und also schon vorbei, der Fernando. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Und Sebastian Vettel ist neben uns. Nein! Und das geht natürlich alles schief. Position 4, 5 jetzt. Und außen wieder vorbei an Mark Webber. Jawohl. Ah, da hat der Plan nicht funktioniert. Das ist jetzt schlecht. Jetzt sind die beiden Ferraris mit Sebastian Vettel hier vor uns. Ja, da sind wir ein bisschen zu weit rausgekommen. Ich habe schon geahnt, als wir so schlecht die Kurve angefahren sind. Ah, ärgerlich.
So, jetzt können wir eigentlich die Pace ganz gut mitgehen, auch wenn das nicht ideal ist. Aber die sitzen in einem weitaus besseren Auto als wir. Das muss man ganz klar sagen. 1,7. Und da vorne bekriegen sie sich. Das ist gut, das kostet Zeit. Zeit, die uns in die Karten spielen könnte. So, wir werden ja dann wahrscheinlich hier auf Position, naja, 22 wird sein. Zurückkommen, es sei denn, sind hinten weitere Unfälle passiert. So, Boxeneinfahrt geschafft. Eine Runde nur noch plus. So, jetzt hier zu der kleinen Zwischenanalyse. Das Rennen geht danach weiter, also ruhig dranbleiben. Wir haben eigentlich einen ganz guten Start erwischt. Auch wenn wir hier einen kleinen Unfall mit Felipe Massa schon gebaut haben. Und jetzt konnten wir uns hier auf der Außenseite gut an Fernando Alonso vorbeischieben und sind dann als Zweiter hier auf diese etwas längere Gerade eingebogen. Also die Reihenräder haben ganz durchgedreht und jetzt kommt die Schlüsselszene. Wir rammen ein bisschen Sebastian Vettel, was mir nochmal leid tut. Habe mich ein bisschen leicht verbremst und sind da vorläufig auf Position 1, also sehr, sehr zufriedenstellend. Alonso hat sich ebenfalls noch mit an Vettel vorbeigeschoben. Und das hat dazu geführt, dass er dann das Rennen wahrscheinlich gewonnen hat, hier ein bisschen weit raus. Und ja, deshalb war mein Plan ja, mich vorne zu halten. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Bis zu der Stelle, die jetzt gleich kommen wird. Und hier sind wir dann viel zu weit rausgekommen. Schon ein bisschen schlecht angefahren. Weit zu weit rausgekommen und dann ist Alonso vorbei. Kleiner Verbremser hier ebenfalls noch. Viel zu weite Linie und dann hätte ich abbiegen sollen, aber habe ich nicht gemacht. Und jetzt steht das Auto quer. Ich ramme hier die Wand und wir verlieren unheimlich viele Plätze. Auch wenn wir dann am Ende der Geraden hier Mark Webber uns noch holen können. Nicht so zufriedenstellend. Und jetzt. Andere Mischung, ich hoffe doch. Ja, sehr gut. Die glühenden Bremsscheiben hier. Und jetzt sind wir Position 19, 20. Jetzt geht's. ESS ist jetzt schon aktiviert. Ja, von der 3. Genau. So, vor Sergio Perez. Nee, Max. Doch. Oder? Wer ist denn das? Jensen Button ist das. Was ist mit dem los? Er hatte wahrscheinlich einen Unfall oder so. Du bist auf den langsameren Reifen unterwegs. Kannst die Lücke zu deinem Vordermann aber trotzdem halten. Wir sind sehr zufrieden. Weil ja schon so lange gefahren sind mit den Reifen. So, bis Runde 10 müssen die halten. Ich denke mal, das ist Runde 11, meine ich. Das ist möglich. Und jetzt heißt hier volle Bulle pushen. 4,8 auf Schilden. Vorne fährt er. So geht es schon mal nicht mit dem Pushen. Aber wir können den Jensen schon mal wegfahren. Aber wir haben auch die wesentlich frischeren Reifen, obwohl er weichere hat, aber. Button ist dir dicht auf den Fersen. Versuch dich abzusetzen. Machen wir auch. Alonso 21,2. Entschuldigung. So 1,29 denke ich mal können wir auffahren. So einen haben wir schon mal wieder kassiert. Aber wir müssen ja noch mal in die Box, deswegen. Leichter Verbremsen hier von uns. Das hat natürlich wieder Zeit gekostet, sowas darf nicht passieren. Immer noch hinter Schilden. Du fährst jetzt in deiner verwirbelten Luft, dadurch hast du weniger Abtrieb auf der Vorderachse. Schön vorbeisetzen.
und sind vorbei. Ich hoffe, mein Button hat ein bisschen mehr Probleme. Aber der nächste ist Botan. Und davor ist noch ein Ketterer. Und in der Gruppe vor uns ist auch unser Teamkollege. Den Dieb fahren wir jetzt. Du bist in Sektor 2 schneller als dein Vordermann. Schnapp ihn dir in Sektor 2. Machen wir doch. Also wir hätten auf jeden Fall mehr Abtrieb auf die Hinterachse tun müssen. Das Auto bricht ganz schön aus und trotz des Fahrfehlers ein 1.30.4 ist eigentlich nicht schlecht, finde ich. So, DRS haben wir nicht. Und dann lässt uns passieren, was mit dem los. Du bist jetzt 3 Plätze hinter Jean-Eric. 3 Plätze Rückstand auf Jean-Eric. Und hier innen vorbei. Oh. Scheiße. Mann, ey, sowas darf nicht passieren. Und irgendwie ist hat vor, das ein Problem. Der ist ausgerollt wahrscheinlich. Und wieder hier, ein Fahrfehler hat uns wieder Zeit gekostet. So, jetzt haben wir es endlich geschafft, auch wenn wir den ein bisschen angeschoben haben. Und da vorne ist unser Teamkollege. 2 Sekunden hat uns hier diese Aktion mit dem Ketterer gekostet. Das summiert sich dann am Ende. Und die gehen jetzt alle in die Boxengasse, das ist gut für uns. Haben wir freie Fahrt und können sogar noch DRS nutzen. Zurzeit sind ziemlich viele Autos an der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. So, jetzt geht's hier darum, viel Zeit gut zu machen. Wir glauben, dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. So, unser Vordermann ist mit Jahrregen sauber. Und hinter uns ist Nico Rosberg. Vor dem werden wir wahrscheinlich nicht bleiben können. 5 Sekunden nur Rückstand, das ist eindeutig zu wenig mit einem zusätzlichen Stopp. So, jetzt sind wir am Heck so sauber dran, aber der hat ja bekannt aus dem letzten Jahr eine sehr, sehr gute Traktion, deswegen müssen wir mal gucken, wo wir den überholen können. Ausgang dieser Kurve wird schwierig, wenn dann im kurvigen Teil, denke ich mal. Abgekürzt. Ach gut, da fährt in die Boxengasse. Der ist wieder. Sehr gut. Alonso liegt auf Platz 1. So, und jetzt sind wir hier an Vettel vorbei und da vorne ist Alonso. Den werden wir nicht mehr kriegen. Also vom reinen Speed her können wir mit der Spitze mithalten. Aber wir müssen ja noch einen Reifenstopp mehr machen. Na klasse. Jetzt. Aber Alonso fährt uns eh weg, deswegen sollte das nicht so das Problem sein. Kleiner Fahrfehler und das gesamte DR-Care zur Verteidigung gegen Pedal. Ach, Massa ist vor und die sind gar nicht, wir sind nur vor Webber. Ah, also Nico Rosberg ist schon dran. Alter, was waren denn diese Rundenzeiten?
Ich werde mich eigentlich aufs Fahren konzentrieren. Oh nee, Alter. Und wir verlieren hier massig Zeit. Das war ja eine katastrophale Runde gerade. 1:33.37. Also im Qualifying sind wir zwar vorne dabei, aber hier fehlt uns dann doch noch ein bisschen im Rennen. Trim. Das Auto hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand. Das war jetzt mal ein schöner erster Sektor. Und wieder ein schlechter Mittelsektor. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht die Lücke zu schließen. Könnte erklären, warum er jetzt so wieder so aufholt. Und hier bricht mir das Auto jedes Mal aus. Okay, du müsstest DRS jetzt wieder nutzen können. Klingt gut. Und leider können wir das nicht wirklich einsetzen. 1:30.39. Und schafft das? Nein. Weil wir in der ersten Kurve einfach mal wesentlich stärker sind als die KI. Und ein Wahnsinnsfahrfehler. Och nein, Alter, wieder das Rennen verkackt hier. Oh, fuck, man. Das hat jetzt hier die Reifen zerstört und mich aus dem Konzept gebracht. Und 5 Sekunden uns gekostet. Ich denke mal, das wird zu den Punkten denken, das entscheiden wir sein. Dein Hintermann hat neuere Reifen als du. Behalt ihn im Auge. Und vielleicht der nächste Fahrfehler hinterher. Jetzt geht es erstmal wieder reinzukommen. Und versuchen ein bisschen dran zu bleiben. Dein Tempo ist gut. Push weiter. Ach, klar. Noch 2 Runden bis zum nächsten Boxenstopp. Alter, was ist das für eine Runde? Fährt man hier 9 Runden gut und dann sowas. Boah. Da haben wir jetzt hier ein Alter, nee, 7 Sekunden verloren. Das war's mit dem Podiumring. Die Boxenschuhe erwartet dich am Ende dieser Runde. Ja, wir fahren einfach mal rein. 3,7 Rückstand auf Rosberg. Jetzt haben wir in der Runde hier 6 bis 8 Sekunden verloren. Ich komme einfach nicht klar, wenn das Auto dann so schiebt. Und ich dann zu spät bremse. Achte auf den Fahrer hinter dir. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, sitzt er vermutlich zum Überholen an. Komm schon, Auto. Also, hier wird wahrscheinlich nichts mit einem Platz in den Top 5. Top 10 wäre das minimal hier, wenigstens Fahrpunkte noch. Aber die sind auch wahrscheinlich außer Reichweite. Trotz unseres phänomenalen Startes. So, letzter Boxenstopp.
kommen wir raus, Position 13. 14. Würde mich jetzt mal interessieren, ob das vor unserem Teamkollegen rauskommt oder nach uns. Also hinter uns. Ah ne, wir sind vor uns, okay. Auch wenn nur ganz knapp. So Gutierrez kriegen wir auf jeden Fall noch. Und den Rest einmal mal schauen. Wenigstens vor dem Teamkollegen. Auch wenn wir das Ziel meilenweit verfehlen. Vielleicht können wir die schnellste Rennrunde setzen. Wäre auf jeden Fall was Erfreuliches. So, Position 14 und noch 4 Runden zu gehen. 1,5 Sekunden auf Gutierrez und davor. Naja, wird schwer. Ob wir die noch kriegen, ist die Frage. Bei DRS, ich abdaut nicht. Machen wir wahrscheinlich wieder beim Messpunkt zu weit weg. Laut unseren Daten fährt ein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Ja, das sollten wir denn doch locker kassieren. Na, müssen wir mal, können wir eine Sofortwiederholung mal einsetzen. So, jetzt sind wir jetzt dran am Gutierrez und setzen uns in rein. Und vorbei. Runde 12. Und auf Position 12. Kimi Räikkönen der nächste. Und erster Sektor absolute Bestzeit. 6 Sekunden auf Räikkönen der Klasse. Wenn wir den erreichen würden, könnten wir dann noch einen Punkt mitnehmen, zumindest etwas, weil da vorne ist ja noch jemand, den wird man dann wahrscheinlich auch kassieren können. 1,4 aufgeholt. Du hast 2 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. Also wir sind schneller als ich gedacht habe hier im letzten One. Ah, die anderen haben ja auch richtig alte Reifen. Und endlich mal den letzten Sektor, wie man sich das vorstellt. Und das haben wir hier für eine Rundenzeit. 1,28,0. 3,8. Nur noch 3 Runden. Neue schnellste Rennrunde von uns. Das war eine neue, schnellste Runde. Nein. Da werden wir die wahrscheinlich noch kriegen, wenn wir so weiterfahren. Oh, unsere Reifen sind aber schon ganz schön wieder beschädigt. Wird es ein Punkt oder zwei? Das ist jetzt die Frage. Nochmal hier spannendes Aufholen im letzten Teil des Rennens. Zwei Autos sind ausgeschieden. Und jetzt sind wir ran am Räikkönen. Und wahrscheinlich die Rester oder so. Keine Ahnung, wer in dem Kurs in der Vorreikön fährt. Und leicht angeschoben, aber vorbei. Haben wir DS, jawohl. Zutil, okay. Zutil ist noch auf dem letzten Punkt gerannt.
Nur noch zwei Runden zu gehen. Die letzten paar Runden laufen. Wenn du deinen Vordermann noch überholen möchtest, dann beeil dich. Jetzt Angriff auf Sotil. Angriff hier auf Sutil. Leicht zu weit aber vorbei und am letzten Punkterang hier haben wir uns erobert. Jetzt heißt den Platz sichern und nochmal Tornado kriegen. Und das war dann das einzige im möglichen mit zwei Boxenstopp. So, mal gucken, ob wir jetzt schon hier vorbeikommen. Außenrum. Jawohl! Sieht gut aus. Sehr gut gemacht. Platz 8 und Großschwung 9 Sekunden. Das wird auf keinen Fall mehr möglich sein. Deswegen gilt es hier einfach den Platz sichern. Hoffen, dass wir die schnellste Rennrunde behalten. Und auf Reifen schonen achten. Was sagt der Tank optimal? Aber wir können ja eigentlich mit dem Benzin runtergehen. Bisschen Speed rausnehmen. Auf die Reifen achten. Platz sichern. War auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames und schönes Rennen. Besonders die erste Runde bis auf den kleinen Fehler. Sehr, sehr nice. Start war echt ideal, muss ich sagen. Dass ich da außen vorbeigekommen bin am Alonso und am Vettel. So. Und fast noch mal hier einen Fahrfehler. Hab's ein bisschen getrieben. Und Fernando hat das Rennen gewonnen. Alter, da haben wir ja übelst viel Rückstand. Ah! Wer ist? Und Fernando Alonso hat das Rennen gewonnen. Da haben wir ja eine richtig Menge Rückstand auf den. So, letzten Kurven. Nochmal ein Kampfgrüppchen da hinten. So, und das war's hier. Wir verabschieden uns aus Melbourne. 9. Platz, Teamkollege wurde 14. Zweiter oder besser haben wir leider verfehlt. Aber, ja, war schon okay. Genau, also Fernando Alonso gewinnt das Rennen vor Sebastian Vettel und Felipe Massa, also optimaler Start hier für die Scuderia Ferrari. Dann Lewis Hamilton, Mark Webber, Nico Rosberg, Nico Hülkenberg konnten wir leider nicht schlagen, auf der 7, Roman Grosjean auf der 8, wir auf der 9 und Pastor Maldonado auf der 10. Wie gesagt, Teamkollege wurde 14, wie viel Rückstand haben wir? 9. 41 Sekunden, ist okay, geht schon. Mit 20, also im Boxenstopp weniger, sag mal 25, wären wir so im Bereich Nico Rosberg angekommen. Deswegen können wir schon zufrieden sein. Und damit verabschiede ich mich hier. Ciao. Ja, leider haben wir das Ziel nicht erreicht, aber ich denke, beim nächsten Mal wird es dann funktionieren. Jetzt kommt hier noch die Endcard, also schön abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt doch was in die Kommentare, was ich besser machen kann. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.